Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich möchte mal ein bisschen Klartext mit dir sprechen, warum du morgens nicht mit Freude strahlend, mit großen Augen es kaum erwarten kannst, aus deinem Bettchen zu hüpfen. Lass uns das mal anschauen. Also, wo fange ich an? Wir haben in der letzten Zeit so viel Spaß damit, mein Mann und ich. Wir sind ja jetzt schon im Januar seit 25 Jahren ja, zusammen. Und es ist morgens einfach oft so, dass ja, mein Mann sich irgendwann mal noch so ein bisschen in den frühen Morgenstunden, also zwischen 5:30 und 6 stehen wir auf. Jetzt, wo unsere Tochter auch die Schule fertig hat, vorher bin ich früher aufgestanden, ist mein Wecker immer um 4:15 schon gegangen, weil ich einfach morgens so eine gute Stunde mein Ritual gemacht habe. Und das mache ich jetzt immer noch verschiedene Rituale. Zurzeit, wenn wir hier im Saarland sind, gehe ich auch morgens immer laufen, mein Mann geht auch laufen. Und ja, so ist es im Moment so, dass also kein Wecker geht, aber so gegen 5:30, 6 Uhr ist dann so langsam Aufwachen angesagt. Und mein Mann guckt dann oftmals so, und das ist unser Spaß, den wir morgens eigentlich schon im Bett haben, wo wir schon miteinander lachen, weil er dann so ein bisschen verschlafen mal noch so zur Seite guckt und ich liege dann meist schon da. Hallo liebe Selina, guten Morgen. Ich liege dann meist schon da mit großen Augen, so nach dem Motto, wann geht's endlich los? Wann starten wir endlich in den Tag? Also das ist so seine Interpretation. Ich will dir einfach nur mal rüberbringen, was für eine Freude und was für einen Spaß wir morgens schon haben, wenn wir wach werden. Okay? Und das war definitiv nicht immer so. Als ich noch im öffentlichen Dienst war und morgens auch um 4:15 der Wecker ging und ich dann mit meinen Ritualen in den Tag gestartet bin, hallo liebe Manuela. Da war das nicht so, dass ich jetzt mit großen, freudestrahlenden Augen da im Bett gelegen habe und gedacht habe, wow, Gott sei Dank, was für ein wunderschöner Tag. Auf geht's. Weil ich ja erstmal noch tagsüber Dinge gemacht habe, sprich am Schreibtisch gehockt, einer Arbeit nachgegangen bin, die nicht wirklich mir selbst entsprochen hat, die ich mir schön geredet hatte, weil am Monatsende Summe X auf dem Konto erschienen ist und weil ich mir gesagt habe, okay, mich auch viel damit getröstet habe, vielleicht kennst du das auch, da draußen gibt es so viele, denen geht es noch schlechter mit dir, jetzt gib dich mal damit zufrieden. So. Und warum ist das jetzt anders? Und ich spreche so oft auch mit Frauen, die mir sagen, auch meine Stelle gefällt mir ja auch eigentlich ganz gut und meine Arbeit macht mir ja Freude und ich habe nette Kollegen und, und. Meine Liebe, wenn du morgens nicht wirklich es kaum erwarten kannst, aus dem Bett zu hüpfen, im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Bett zu hüpfen, in den Tag zu starten, sorry, dann, ich möchte dich hier jetzt wirklich mal wachrütteln, dann lebst du nicht zu 100% dein volles Potenzial und machst tagsüber nicht zu 100% die Dinge, die dir wirklich Freude machen. Denn auch du bist doch, wie jeder von uns, als kleines Kind. Du konntest es doch auch als kleines Kind morgens nicht erwarten, in den Tag zu starten, zu schauen, was gibt's heute für mich zu entdecken. Was kann ich heute Großartiges nochmal mit meinem Lego-Turm bauen oder mit meinen Barbie-Puppen spielen oder im Kindergarten entdecken oder keine Ahnung? Weil du da das gelebt hast. Du bist in den Tag gestartet, bist morgens mit den ersten Sonnenstrahlen wach geworden, bist in den Tag gestartet und konntest es kaum erwarten, aufzustehen, um deinen Tag zu gestalten. Um zu spielen, um die Dinge zu machen, die du wirklich wolltest. Macht das Sinn? Wo steht bitte geschrieben, dass das irgendwann aufhören muss? Das hat aufgehört schon dann, als wir angefangen haben, oder ja, dem Schulsystem,
ausgesetzt worden. Ausgesetzt worden. Ich sage das jetzt so krass. Ich habe meinen Kindern auch das Schulsystem übergestülpt, weil ich ja vor 13 Jahren, 14 Jahren nicht den Mut hatte, da aus Deutschland auszuwandern, und weil Homeschooling und sowas wäre hier nicht möglich gewesen. Ich habe immer geschaut, dass ich ihnen was anderes zu Hause trotzdem vermittle, bis ich dann jetzt vor 3 Jahren wirklich gesagt habe, hey, ich will jetzt wirklich ihnen authentisch das Vorbild sein, dass ich ihnen wirklich mit auf den Weg geben will und keine Kompromisse eingehen. Und habe eben deshalb auch unter anderem meine Kündigung im öffentlichen Dienst eingereicht. Aber ein anderes Thema. Macht das bitte Sinn, was ich gerade versuche, dir rüberzubringen? Dass wenn du morgens nicht, und das ist das Indiz schlechthin, wirklich voller Freude, Enthusiasmus und freudestrahlend mit großen Augen es kaum erwarten kannst, in den neuen Tag zu starten, dann lebst du nicht dein volles Potenzial, dann lebst du nicht deine Kreativität, das, was in dir steckt, und tust tagsüber nicht die Dinge, wie ich es immer gerne formuliere, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, oder nenn es deinen Seelenplan, deinen Seelenberuf, ganz gleich. Und genauso ist es natürlich auch abends beim Zu-Bett-Gehen. Wenn du abends nicht mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht zu Bett gehst, so richtig erfüllt und zurückblickst auf den Tag, was habe ich heute wieder Wunderbares erschaffen, dann lebst du auch nicht dein volles Potenzial. Dann machst du tagsüber einfach Dinge, die nicht dir selbst und deinem Herzen entsprechen. Klingt total hart jetzt vielleicht, aber ich möchte dich wirklich einfach mal wachrütteln. Es ist doch letzten Endes so. Schau mal, du hast doch bestimmt schon mal was von dem Gesetz der Resonanz gehört. Und keiner von uns kann sich diesem auch ausschließen. Es ist alles eine große Energie und jeder von uns ist ein Teil dieser großen ganzen Energie. Und ausnahmslos jeder von uns ist hierher gekommen, hat irgendwann aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt und hatte seinen Seelenplan dabei und wollte diesen verwirklichen. Und dann ist uns einfach die gut gemeinte Erziehung dazwischen gekommen und viele, viele Dinge später sind gefolgt, unter anderem das Schulsystem und viele Dinge, die uns, die dich jetzt immer noch glauben lassen, es ist halt so. Es ist halt so. Ich hatte die Woche mit einer Frau gesprochen, die hat jetzt sogar die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und eigentlich ist es ihr auch klar, dass das eine rote Karte vom Universum ist, von ihrer Seele. Hey, du bist absolut auf dem Holzweg unterwegs. Und trotzdem arrangiert man sich noch mit den Dingen im Leben. Wir alle erschaffen uns doch mit unseren Gedanken unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Und so wie wir uns Dinge einreden, dass etwas nicht funktioniert, weil, hallo liebe Hilke, hallo liebe Julia, dass etwas nicht funktioniert, weil, und Ausreden finden. So kann ich mir doch genau etwas einreden, warum denn gerade etwas funktioniert, und kann mich doch lösen von diesen ganzen Dingen. So wie ich mich gelöst habe von diesen ganzen Dingen, so wie viele andere sich gelöst haben von diesen ganzen Dingen und auf den Weg sind, so kannst du das doch auch. Es gibt hier Zuschauer, die wissen, wovon ich rede. Vielleicht wollt ihr da mal gerne so eure Erfahrungen hier auch so. Oder eure Denkweise. Es gibt ja welche, die auch bei mir in der Akademie sind. Vielleicht möchtest du auch mal teilen hier zur Ermutigung, auch für die anderen, dass das mal greifbar ist, das, was ich hier versuche rüberzubringen. Ich möchte dich wirklich wachrütteln, meine Liebe. Es ist alles jederzeit möglich. Du kannst jederzeit
dich auf deinen Herzensweg begeben. Du kannst jederzeit alles verändern. Du kannst jederzeit dafür sorgen, dass du wieder wie früher als kleines Kind, wie du das auch gemacht hast, morgens mit großen Augen freudestrahlend den neuen Tag begrüßt und es kaum erwarten kannst, in dein Bettchen zu hüpfen. Und wenn ich jetzt so auf die Beziehung nochmal, ich habe eben eingangs gesagt oder dir erzählt, im Januar sind wir seit 25 Jahren zusammen, zu Zeiten, wo mein Mann einem Job nachgegangen ist, der ihn nicht erfüllt hat, nur des Geldes wegen, und zu Zeiten, wo ich morgens aufgestanden bin und einem Job nachgegangen bin, nur des Geldes wegen, und mir eingeredet habe, nur das ist sicher und, und. Da hatten wir morgens keine Freude miteinander, als wir wach geworden sind. Da ist jeder halt irgendwie mal aufgestanden. Und wie viele Beziehungen gehen denn gerade deshalb auch auseinander? Weil im Laufe der Jahre die eigene Unzufriedenheit und den eigenen Frust immer mehr auf einer bewussten oder auch unbewussten Ebene am Partner auslässt. Wie viele Beziehungen, wie viele Ehen werden denn geschieden deshalb? Du rettest letzten Endes, meine Liebe, wenn du eine Entscheidung triffst und bist jetzt vielleicht auch in einer Partnerschaft, du rettest deine Partnerschaft, deine Ehe auch damit, indem du beginnst, deinem Herzen zu folgen. Aber solange du dir einredest oder ausredest, dass es nicht funktioniert, weil Gesetz der Resonanz, das Universum sagt dir, okay, dein Wunsch ist mir Befehl und wird dir die Realität so im Außen erschaffen. Verstehst du, was ich meine? Du kannst jederzeit alles verändern. Du kannst jederzeit alles verändern. Selina, ich lebe allein und das ist eine große Prüfung. Ich war immer stark, habe immer zu viel gearbeitet. Ja, meine Liebe, wir reden ja auch bald unter vier Augen vertraulich und werden das ändern, wenn du es wirklich möchtest. Hilke, ich habe gerade eine wunderbare, schön, wunderbare Morgenmeditation gemacht und starte jetzt ganz anders in diesen Tag, voller Freude auf das, was ich vorhabe und was mich erwartet. Sehr schön. Danke, liebe Hilke. Selina, so schön, dass ihr das geschafft habt. Ja, danke für deine Gratulation. Und jeder, der jetzt vielleicht auch im Nachhinein das Live hier anschaut oder hier undercover dabei ist, den ich hier jetzt nicht sehe, ich habe mehr Zuschauer als die, die ich hier angezeigt bekomme. Bitte, ich bin in der Richtung nichts Besonderes. Hallo, liebe Petra. Niemand von denen, die du da draußen kennst, wo du sagst, wow, der hat es geschafft, die hat es geschafft, was leben die für ein tolles Leben? Was haben die gemacht, einschließlich mir? Ich habe mich von diesem ganzen Kram befreit und habe auch, als ich gespürt habe, ich will so nicht mehr weitermachen wie bisher. Ich will verdammt nochmal so nicht weitermachen wie bisher. Hallo, liebe Gabi, guten Morgen. Ich habe nicht viel rumgefragt in meinem Umfeld. Hey, was meinst du? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Leben zieht an mir vorbei oder rauscht an mir vorbei. Irgendwie habe ich das Gefühl, das kann es nicht gewesen sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht wirklich das mache, was mir entspricht. Irgendwie habe ich die Faxen dick, wie man im Saarland so schön sagt, am Schreibtisch zu hocken und mich tagsüber zu fragen, was mache ich hier überhaupt? Ich habe weder im Umfeld in der Richtung mit jemandem großartig gesprochen, noch ganz ehrlich mit meinem Mann. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt verdammt nochmal 100% authentisch diesen Weg. Und dann geschieht nämlich Folgendes, du kommst in eine ganz andere Energie. Du kommst in eine ganz andere Energie und schau mal,
wie du, wenn du in eine andere Energie kommst, auch mitreißend, charismatischer, indem du authentischer bist, indem du die Freude morgens schon ausstrahlst. Was wünscht sich denn dein Partner morgens, wenn er aufwacht? Wünscht er sich jemanden, die ja genauso da liegt wie er und oh, mal gucken, was wir heute, boah, wieder so ein, sorry, beschissener Tag oder wie auch immer? Wem nutzt das denn? Du darfst vorgehen. Du darfst vorgehen. Ich bin auch vorgegangen. Natürlich kamen Ängste und Zweifel auf. Schaffe ich das? Ist das der richtige Weg? Natürlich kamen solche Hirngespinste auf. Was ist, wenn die Beziehung dann auseinandergeht, wenn die Familie auseinandergerissen wird, weil ich jetzt Hirngespinste entwickle und irgendwie mich auf einen anderen Weg machen will? Natürlich kamen diese Gedanken auf. Aber letzten Endes ist das alles Kopfkino. Letzten Endes ist das alles Kopfkino. Es gibt genügend Beispiele, einschließlich mir selbst, die dadurch letzten Endes auch die Ehe, die Partnerschaft, die Familie gerettet haben. Das kannst du auch. Hilke, danke für deine ermutigenden Worte an die Selina. Hilke schreibt, das kannst du auch schaffen, liebe Selina. Ich hatte am Anfang dieses Jahres Panikattacken und wusste nicht, was ich machen sollte. Liebe Hilke, danke, dass du das hier teilst. Danke dir. Vor allem auch unter dem Aspekt, weil ich möchte jeden von euch, schau mal, wir haben hier fast 1900 Mitglieder inzwischen in der Gruppe und absolut jede Einzelne und jeder Einzelne von euch kann sich sein traumhaftes Leben erschaffen. Du darfst und musst nur mal aufhören, dir gewisse Situationen schön zu reden und dich mit Dingen zu trösten, dass es da draußen noch viele Menschen gibt, denen es noch schlechter geht wie dir. Ja, ist so. Aber du, wenn du deinem Weg folgst, deinen Seelenplan entdeckst, deinen Seelenberuf kreierst, unter dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Wie viele Menschen kannst du denn da draußen retten? Wir haben doch alle ein Helfersyndrom in uns. Ich steigere mich heute Morgen richtig hier rein. Ich möchte dich wirklich mal wachrütteln, weil ich einfach so wahrnehme, wie viele hier in der Gruppe und da draußen noch viel mehr einfach wie hypnotisiert durch ihr Leben laufen. Und weil ich einfach sehe, wie viel mehr möglich ist für dich. Weil ich haben möchte, dass du aufhörst, dich so zu quälen durch dein Leben und das Leben. Schau mal, das ist das Wertvollste, was du hast. Und du hast nur im jetzigen Körper dieses eine Leben. Und wie schnell ist es vorbei? Hilke schreibt noch, dann habe ich mir Hilfe gesucht und jetzt starte ich mein Herzensbusiness und werde in wenigen Monaten mein eigenes Ding machen. Sehr, sehr. Ach, Hilke, du bist eine Granate. Du bist wirklich eine Granate. Und ein wunderbares Beispiel auch dafür, wie schnell man auch sich von Panikattacken befreien kann. Denn diese Panikattacken, hallo liebe Silke, hallo liebe Monika, diese Panikattacken, viele Menschen haben Probleme mit Panikattacken. Das ist einfach auch ein Hilfeschrei von der Seele und zwar erst dann, wenn das Fass im gewissen Rahmen schon übergelaufen ist, wenn es schon allerhöchste Zeit ist, dass du mal hier in dich hineinlaufst und auf dein Herz hörst. Dein Ding beginnst zu machen und nicht das Ding von anderen. Hallo, die Magi. Selina, ich habe ein Riesenhelfersyndrom und habe das auch immer umgesetzt. Ja, Selina, und da draußen gibt es so viele Menschen, die warten da drauf. Noch viel mehr Menschen, die da drauf warten, dass du da draußen wirklich auch richtig sichtbar wirst
und mit deiner Einzigartigkeit, mit deinem Potenzial da draußen hilfst. Und da gehört unter anderem einfach auch mit dazu, sich zu erlauben, die entsprechende Geldenergie auch zu sich fließen zu lassen. Und im Hinblick auf das Thema Geld haben wir auch alle ganz, ganz viele Themen und Schleier auf uns gelegt bekommen. Und es gab viele Momente in meinem Leben, in meinem früheren Leben, wo ich auch dachte, das Thema kriege ich jetzt nicht mehr geregelt in diesem Leben. Aber alles, was du ändern willst, kannst du auch ändern. Nicht auf Fingerschnipp, du kannst auf Fingerschnipp aus dem Drama raus und kannst dich in eine andere Richtung bewegen. Das heißt nicht, dass auf Fingerschnipp dein Konto am nächsten Tag schon ein anderes ist. Aber wenn, auch nochmal das gleiche Thema, mit der gleichen Denkweise wirst du auch immer gleiche Resultate erzielen. Und solange du das gleiche tagsüber tust, was du bislang getan hast, wirst du einfach aus der ganzen Schoße, ich habe es früher bei mir immer Schlamassel genannt, wirst du nicht rauskommen. Du musst dich mal zu 100% committen und sagen, es ist jetzt endgültig Schluss. Ich will da raus. Du musst dich oder darfst dich so verhalten, als wenn und letzten Endes auf einer gewissen Ebene, im gewissen Rahmen ist es ja auch so, als wenn dein Leben in Gefahr ist. Wenn jemand aus deinem Umfeld, jemand aus deinem, von deinem Leben in Gefahr ist, in Lebensgefahr, dann würdest du dir ja auch nicht einreden. Ich kann das jetzt nicht machen, weil. Oder wenn jemand von deinen Lieben unbedingt, keine Ahnung, 15.000, 20.000 Euro bräuchte, um zu überleben, weil genau diese Behandlung oder was so viel kostet und du genau weißt, damit kannst du das Leben von demjenigen retten. Du würdest doch alles dran setzen. Also ich würde das tun. Ich gehe doch von aus, gerade wir mit unserem Helfersyndrom, wir würden doch wirklich alles dran setzen, wenn es dann davon abhängt, auch dieses Geld aufzutreiben, oder? Und wenn jetzt der Gedanke kommt, muss denn immer wieder alles mit dem Geld zusammenhängen? Ja, muss es im gewissen Rahmen. Wir leben in einer materialistischen Welt und wenn du da draußen helfen möchtest, dann brauchst du auch Geld dazu. Dann braucht es dazu auch Geld. Das ist nun mal so. Das mag in unserem nächsten Leben, in einem anderen Körper anders sein, aber jetzt ist es nun mal so. Und mir macht es eine Riesenfreude, jeden Monat mir Projekte auszusuchen, wo ich spenden kann. Und mein Ziel ist es, Monat für Monat mehr und mehr Geld weiterfließen zu lassen in Projekte, die mir am Herzen liegen, in immer höheren Summen. Macht das Sinn? Und solange der Gedanke aufkommt, muss immer alles vom Geld abhängen, ist das Indiz dafür, dass du eben da noch ein ungutes Gefühl zu dem Thema Geld hast. Wir kommen ja auch nicht auf die Idee, muss immer alles vom Atemstrom abhängen. Wir atmen, ganz selbstverständlich. Wir atmen Sauerstoff ein und aus, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ohne uns Sorgen darüber zu machen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ist morgen noch genug Sauerstoff da. Nur mit dem Geld, da haben wir Sorgen und Ängste.
Weil uns da einfach ganz viel eben auch übergestülpt wurde. Und das ist auch im Übrigen der Grund, warum ich auch dieses Jahr dieses Moneyfreude-Seminar mache, um dir da auch noch zusätzlich eine Unterstützung zu geben, dass du auch da rauskommst. Ich meine, in der Akademie machen wir schon ganz viel in der Richtung. Da bringen wir unser Mindset schon auf eine andere, auf ein anderes Level. Aber es gibt halt einfach immer Dinge, die offline besser miteinander zu machen sind. Deshalb mache ich zwei Offline-Veranstaltungen. Einmal dieses Seminar in Deutschland und auch einmal das Retreat auf Bali, weil man da fernab des Alltages auch in ganz, ganz andere Energien eintaucht und an einem besonderen Ort ist und. Und deshalb diese Kombination eben auch. Also, meine Liebe, wenn du jetzt endgültig die Entscheidung treffen möchtest, aufzuhören, dir irgendwelche Dinge schön zu reden und aufhören möchtest, Ausreden dazu nutzen, dass es nicht geht, weil, wir haben eben auch über das Gesetz der Resonanz gesprochen und dass wir uns alle ausnahmslos mit unseren Gedanken unsere Realität erschaffen. Du weißt, wie du mich erreichst. Ich kann dir dabei zu 100% helfen, aber nur, wenn du es wirklich möchtest. Und du wärst nicht hier in der Gruppe, wenn du nicht auf der Suche nach Hilfestellung wärst, wenn tief in dir nicht irgendwo solche Funken wären, da muss es doch noch mehr in meinem Leben geben. Du musst nicht wissen, wie das alles geht. Du brauchst nur jemanden, der dich an Hand nimmt und der dir zeigt, die einzelnen Schritte, der dort ist, wo du hin möchtest. Ich fühle mich gar nicht so granatig, liebe Hilke. Ich würde auch dir gerne immer öfter mal meine Augen geben. Aber ich kann dir eins versprechen, du wirst immer mehr auf dich selbst blicken können mit meinen Augen. Habe immer wieder Angst und gehe ins Drama, aber ich mache es trotzdem in meinem eigenen Tempo im Vertrauen darauf, dass ich es schaffen werde, ganz genau. Weil ich ganz viel Unterstützung bekomme, nicht nur von Irmgard, sondern auch von wunderbaren Akademikerinnen, die auch diesen Weg gehen und mit denen ich mich regelmäßig austauschen kann. Das ist auch etwas, was ich so grandios wirklich finde, was so mein Herz berührt. Wie ihr euch innerhalb der Akademie auch gegenseitig connected, unterstützt. Auch meine lieben Balinesinnen, die dieses Jahr auf Bali dabei waren, wie ihr euch da gegenseitig immer connected. Und das ist eigentlich alles unbezahlbar, diese Community, was da alles so entstanden ist. Und, Hilke, weil du schreibst, ich habe Vertrauen darauf, dass ich es schaffen werde. Ja, in jedem von uns steckt letzten Endes dieses Urvertrauen. Es ist nur auch wiederum verschüttet worden. Als wir auf diese Welt gekommen sind, da haben wir uns um diese Dinge keine Gedanken gemacht. Wir waren einfach nur da, im vollen Vertrauen, dass alles zu unserem höchsten Wohle gerichtet wird. Und dieses Urvertrauen gilt es jetzt als erwachsene Frau, als erwachsener Mann wieder hervorzuholen. Das sind ja alles die Dinge, die wir ja auch in der Akademie machen. Nur ich möchte jedem von euch, die hier jetzt noch nicht in der Akademie ist, auch mal bitte das nochmal klar machen. Auch in dir ist dieses Urvertrauen, das hast du im Prinzip mitgebracht, weil auch du nicht aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt bist und gedacht hast, oh, wo kriege ich jetzt Essen her, wo kriege ich Nahrung her, wo kriege ich Wärme her? Und. Du warst im Vertrauen, dass alles geschieht. Dass alles zu deinem höchsten Wohle gerichtet ist. Und du hast nur, genauso wie ich und alle anderen hier auch, die noch nicht so weit sind und doch noch nicht das Leben sich kreiert haben, wie ich es mir jetzt beispielsweise kreiert habe, da gilt es einfach, an diesem Urvertrauen wieder zu feilen und dem einen Raum zu geben, es hervorzuholen.
Und dann funktioniert es auch. Aber man braucht auch das Navigationssystem dazu. Sonst schippert man einfach mit einem Boot auf dem See, sternenförmig in der Gegend rum und sieht das rettende Ufer nicht. Meine Liebe, ich hoffe, ich habe dich ein bisschen wachgerüttelt jetzt hier. Und ich bin für dich da. Ich kann dir leider nicht meine Augen geben. Ich sehe in dir aber deine Großartigkeit, deine Potenzial in jedem Einzelnen von euch hier. Absolut jeder Einzelne, der hier in der Gruppe ist. Das sind inzwischen fast 1900. Jeder Einzelne von euch. Für jeden ist auch das alles möglich. Lass uns gerne reden, lass uns gerne deine Situation im Detail anschauen, aber bitte nur, wenn du auch wirklich, wirklich willst, wenn du wirklich, wirklich bereit bist, aufzuhören, dir Dinge in deinem Leben schön zu reden, dich mit Dingen zu trösten und aufhörst auch Ausreden suchen zu wollen. Bereit bist, dein Potenzial wirklich ans Tageslicht zu bringen. Und das kannst du. Ich kann nicht für dich machen. Ich kann dich nur an der Hand nehmen und es dir zeigen, wie es geht. Okay? Tschüss.